Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Wir wollen heute noch eine Verpackung basteln. Ja, aber es lichtet sich langsam. Heute wollen wir uns mal die Marmelade vornehmen. Und ich würde sagen, wir werden heute einmal in Boho-Blau arbeiten, damit das wieder zu unserem ganzen Verpackungsset passt. Und ich werde mir hier nochmal einen Bogen raussuchen. Und ich habe mir gedacht, dass wir eine Verpackung basteln mit Deckel. Ja, und ich würde sagen, wir schneiden uns gleich einmal alles zurecht. Wir fangen einmal mit der unteren Box an. Und zwar ist das so, dass ich die Box nicht bis hier oben hin zum Abschluss mit Papier bedecke, sondern eher bis hier, weil sonst kommen wir mit einem Bogen nicht hin. Es kommt ja sowieso ein Deckel oben drüber, deswegen ist das gar nicht so dramatisch. Ihr braucht einen Bogen Farbkarton in den Maßen 20 x 20 cm. Dann braucht ihr 4x Designerpapier für die vier Seiten, die wir haben. Da habe ich mir diesen Reststück Designerpapier rausgesucht aus diesem Set. Der soll die Maße haben 7,5. Das kann ich schon mal direkt einkürzen. Und dann mal 4. Quatsch, 7, entschuldigt bitte. 7 cm mal 4,5, 4 mal 1, 2, 3, 4. So, das ist für das Drumherum. Dann brauchen wir einen Deckel. Der muss die Maße haben 10 x 10 cm. Dann nehmt ihr euch wieder Cardstock. So, und damit wir es oben drauf verzieren können auf der Marmelade, muss der Farbbogen 4,5 x 4,5 cm sein. Das kommt nachher oben drauf und an den Rändern machen wir diesmal auch Designerpapier. Das muss die Maße haben auf 4,5. Schneide ich mir hier einfach den Bogen zurecht. So, und da wir das hier oben 2,5 cm runter gucken lassen, muss der Bogen 2 cm lang sein. Das braucht ihr dann auch viermal. Das reicht jetzt leider nicht, da muss ich noch mal gucken. Ja, siehst du, und schon haben wir die Reste, jedenfalls ich, alle hier verarbeitet. Siehst du, das kommt dann nachher so raus. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit dem Falzen an. Wir falzen erstmal den Deckel. Der ist ganz einfach. Den falzt ihr rundherum bei 2,5 cm. Das heißt, ihr legt euch das einfach hier auf die rechte Seite an und falzt bei 2,5 cm. So, das war schon alles. Da können wir nachher unser Designerpapier schon mal raufkleben. Und fragt mich nicht, warum habe ich denn jetzt hier 5 liegen? Ach ne, 4. Oh, ich kann nicht sehen. Oh, es ist heute so warm draußen. So, das kleben wir nachher gleich auf. Könnt ihr schon mal machen. Lege ich schon mal zur Seite. Dann kümmern wir uns einmal um den Boden. Da falzt ihr, das kann ich ja einmal einklappen, bei 7,5. An jeder Seite, also wieder rundherum.
Hier möchte ich aber noch ein paar Klebelaschen einsetzen. Das heißt, ihr legt euch das hier oben bei 1 cm an, beziehungsweise hier hinten bei 13,5 und geht hier einmal bis 7,5. Ihr habt ja hier eine Skala an der Seite runter und könnt ihr euch hier eine Klebelasche reinmachen. Das machen wir hier auch nochmal überall an jeder Seite. Einfach nochmal bei 13,5 ansetzen, bis 7,5 runter. Wenn ihr nicht ganz trefft, ist auch nicht schlimm, das wird sowieso angeschrägt. So, dann haben wir jetzt hier unsere Klebelaschen. Dann würde ich sagen, schneiden wir uns das hier eben einmal zurecht, damit ihr das auch seht. Ihr schneidet hier einfach an der großen Falzlinie ein, ganz gerade runter, bis zum Viereck hin. Das hier ist nachher über. Da ich das aber noch verwenden kann für Stanzteile, schneidet ihr euch das hier einfach ab. Das muss auch nicht so gerade sein, das sieht nämlich keiner. Das ist nachher in der Box verbastelt. So. Und dann habt ihr hier nämlich eure Klebelasche. Und das macht ihr jetzt einmal rundherum. Hier wieder gerade. Ihr könntet das auch an einer Seite machen. Das heißt, ihr hättet das auch an dieser Seite machen können. Das ist völlig egal, wo ihr eure Klebelaschen ansetzt. Dann einfach wieder anschrägen. Und zum nächsten übergehen. So, wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr hier, das sieht so ein bisschen aus wie so eine Windmühle, ne? Die bloß nicht wegschmeißen, kann man immer noch mal gebrauchen. Dann können wir jetzt einmal alles zusammen festkleben. So, wenn ihr das alles festgeklebt habt, müssen wir noch den Deckel einschneiden. Das machen wir jetzt direkt. Einfach hier die Ecken als Klebelaschen einschneiden. Ihr könnt das Designerpapier auch später raufkleben, also das ist völlig egal, wann ihr das macht. Heute habe ich das einfach mal, bevor wir es falzen, aufgeklebt. So. So. Und bevor wir das zusammenkleben, müssen wir das einmal nachfalzen. Ich habe jetzt heute das erste Mal wieder hier mit doppelseitigem Klebeband gearbeitet. Es steht auch ein bisschen drüber, weil das nicht passt, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Ihr zieht euch einfach die Schutzfolie ab und dann klappt ihr euch den Rest rum. Das mache ich jetzt auf allen vier Seiten. Schutzfolie abziehen. Klappt ihr euch das einmal um, die überschüssigen Kleber. So, und dann setzt ihr euch das einfach zusammen. Achtet einfach drauf, Ecke auf Ecke. Das ist jetzt ja bei dem doppelseitigen Kleber so, dass es dann gleich klebt. Da müsst ihr dann vorsichtig sein. Oder ihr macht hier nochmal
Flüssigkleber drauf, dann kann man das auch immer noch mal versetzen. So, das hält. Jetzt drücke ich das einfach nur noch mal mit dem Falzbein fest. Dann teste ich mal, ob die Marmelade reinpasst. Wir hatten ja gesagt, die Marmelade guckt ein Stück drüber. Ist sogar der Deckel von dem zu sehen. Ist ja auch witzig. So, und jetzt kleben wir uns einfach, da nehme ich aber Flüssigkleber, den Deckel nochmal zusammen. Einfach auf die Laschen Flüssigkleber auftragen. Oder doppelseitiges Klebeband, das ist völlig wurscht. Und dann drückt ihr euch das einmal an. Dann setzt ihr euch einfach den Deckel rauf und dann passt. Oh, ist wieder aufgegangen. Gut, ich muss es jetzt noch mal ein bisschen andrücken und dann sehen wir uns gleich noch mal wieder, wenn es fertig dekoriert ist. Also, meine Lieben, bis gleich. So, ihr Lieben, ich habe die Marmelade fertig dekoriert. Ja, hier habe ich einfach nur einen Klebestreifen rumgelegt um die Schachtel und einfach eine Schleife gebunden und die dann oben raufgesetzt. Hier unter ist doppelseitiges Klebeband. Und hier oben habe ich dann wieder mit dem Set zeitlos arrangiert gebastelt. Hier habe ich noch ein paar Pailletten genommen. Das war mal aus einem Schüttelset von Stampin' Up. Und einfach einen Spruch drauf gestempelt. Und hier habe ich auch noch mal mit der Handstanze gearbeitet. Ja, dass einfach mal ein bisschen was anderes mit in unserem Paket ist. Ja, also ich hoffe, dass euch die Idee gefallen hat. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Also, macht's gut, ihr Lieben. Bis bald.